Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen wieder LS19 Landwirtschaftssimulator 2019 auf der PlayStation 4 auf der Karte Ellerbach. Und ich bin gerade beim Händler. Wir wollen heute unseren Schwader zurückbringen und uns einen neuen aussuchen. Und zwar haben ja die ein oder anderen das von euch schon gesehen. Jetzt gibt es ja, jetzt muss ich lügen, ich glaube am 16. Juni oder am 6. Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls gibt es auf jeden Fall ein neues DLC und da ist auch dieser Hersteller mit dabei. Oder einer der Hersteller. Zwei Stück gibt es da. Und das ist auch der Schwader, den ich mir aussuchen möchte. 14.000 kostet der. Wir haben 6.956. Ich hoffe, ich kriege für meinen alten noch ein bisschen was, damit es genau reicht. Und wir nehmen hier den 7 Meter Arbeitsbreite. Ich glaube, das ist 45 PS. Das ist ja lächerlich. Unser hat ja momentan, der hat ja keine 7 Meter, der hat 4,60 Meter. Also viel, viel kleiner. So, genau, wir steigen mal ein. So, ist natürlich ganz okay gewesen. Allzu großes Teil brauche ich ja eh nicht für meine Wiesen, aber das ist irgendwie verkaufen. 8000, das ist okay, würde ich sagen. Und wir kaufen uns hier den Cavernaland oder wie das ausgesprochen wird. Genau, was können wir noch? Farbe können wir ändern. Felgenfarbe können wir ändern. Ja, ich glaube, mir ist eigentlich die Farbe relativ egal. Rot ist eigentlich gut, das finden wir überall. Wir kaufen das Ding und gehen nachher auf unsere Wiese. So, Querneland wird es wahrscheinlich ausgesprochen. So, 25 km/h Arbeitsgeschwindigkeit auf der Straße. So, mach die Luke zu. Wir sind hier, müssen los. So, wir machen mal hier die Disco-Beleuchtung an, damit die anderen uns auch für voll nehmen. Aber wir sind ja nicht zu überhören, würde ich mal sagen. Und dann wollen wir das Ding auch im Einsatz sehen. Ich möchte Silageballen machen. Und die verkaufen nachher. Das wäre eigentlich erstmal der Plan. Silage haben wir noch für die Kühe. Wir haben Heu gemacht. Wir haben Stroh gemacht. Das ist alles gut. Wir haben die Felder abgeerntet. Das ist auch okay. Die sollten wir dann wieder bestellen. Aber jetzt erstmal, heute geht es erstmal auf die Wiese. So, und dafür, damit es bloß ein kleiner Schwader ist, sieht der doch recht groß aus hier hinten dran. Aber das liegt an den schmalen Straßen hier.
So, und jetzt sind ja wieder coole Mods rausgekommen. Da ist ja auch so ein Youngtimer-Pack rausgekommen. Paar ältere Traktoren. Und ja, mal gucken, ob ich den einen oder anderen mal hier noch einsetzen kann. Wir haben ja doch immer zu tun. Aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Geld scheffeln. So, hier wäre das Gras. Aber ich glaube, er ist noch gar nicht ganz fertig. Mal gerade gucken. Ich glaube, auf der anderen Seite. Bist du fertig? Ja, hier ist noch so ein kleines Stück. Das machen wir gerade noch. So, damit wir da ordentlich Silageballen fressen können. Also geht da natürlich eh länger. Wir haben keine Kombipresse. Wir müssen erstmal Ballen pressen, nachher nochmal wickeln. Und dann können wir die ganze Chose verkaufen. So, das läuft. So, ich habe noch keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert. Ist jetzt nicht die übermäßige Breite, auf jeden Fall breiter wie vorher. Ich glaube, so ist nicht schlecht. Ah, geht fast auf mit der Arbeitsbreite oder ja, was ich eigentlich Schneidwerk ab. Schon einmal angeeckt mit dem neuen Teil. Super. Okay, mein Plan geht nicht ganz auf. Ich wollte eigentlich das da auf einen großen Schwad machen.
Ja. Braucht, glaube ich, noch ein bisschen Übung. Unglaublich. Ich fahre überall gegen. So, der Wendekreis ist halt ein bisschen größer. Aber wichtig ist ja, damit wir es nachher mit der Presse vernünftig aufnehmen können hier. Es funktioniert irgendwie einfach nicht so, wie ich das gerne möchte. So, wir machen einfach weiter. Ist doch egal. Fängt es jetzt an zu regnen? Es fängt an zu regnen. Wir können es nicht hören, weil der Trecker so laut ist, aber es. Wir können es sehen.
So, na, das wird ja richtiges Sauwetter hier. Es passt einfach nie zusammen. Komplett komische Schwaden hier gelegt. Passt auch nicht. So, jetzt haben wir es aber. So, da fallen mir komplett die Ohren ab bei dem Teil. Meine Fresse, ist natürlich cool, aber mega laut. So, ich würde jetzt trotzdem mal die Presse holen. Es ist eigentlich egal, hätte ich gesagt, ob es jetzt regnet oder nicht, wenn wir da Silageballen machen. So, wo ist denn die Presse eigentlich? Ich habe sie noch gewaschen gehabt und da oben hingestellt, alles klar.
So, jetzt muss ich mal kurz was gucken beim Händler. Und zwar beim Strohbergungs-Addon. Da ist ja auch eine Presse mit dabei. Aber das ist ja keine Kombipresse, hätte ich gemeint. Das ist ja bloß nur Rundballen. Hier wäre einer, aber das kostet ja ein Vermögen, das Teil. Beim Class DLC wäre eine. Oh, die ist sogar noch teurer hier. Aber das ist ja keine Kombipresse. Okay, das wollte ich nur noch mal gucken. So. So, der Traktor ist schon wesentlich leiser. Extrem leiser. So, das machen wir auch bei Regen. Ein bisschen angewelkt ist es schon. Stimmt komplett falsch, wie ich es mache. Aber jetzt kommt schon der nächste. Also es kommt ordentlich was runter. Okay, und wenn es für die Silage auch noch was gibt, wäre das ja perfekt. Kann ich das da auch wegnehmen? Jawohl. So, okay, dann ist die Ecke hier oben schon mal sauber. Und wir machen hier weiter. So, läuft. Auch bei Regen geht's. Oh, das ist aber jetzt mal hier ein Schwad. Gar nicht alles mit hier. Kriegt gar nicht alles rein, ist viel zu breit. Also es bringt gar nicht, das so hoch zu machen. Bleibt bloß mehr liegen. So, ich werde noch ein paar Ballen pressen und wir werden uns das nächste Mal hier wiedersehen. Ich sag erstmal, meine Güte, ein richtiges Unwetter. Ich sag danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr ein Däumchen da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, vielleicht noch ein Abo. Ich bedanke mich, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.